So, die letzte Runde, die letzte Schlacht für diese Woche steht an. Wir spielen Infernal Schwein. Und Jaina ist immer noch bei mir sehr hoch im Kurs. Schauen wir mal, ob wir Jaina bekommen. Tja, ist halt so. Asmodanbahnen. Raum der Horde. War klar, dass das passiert. Selama a Shalanore. Kleine Lili. Bereit für den Kampf. Gar auf gar keinen Fall würden wir hier Gudan spielen. Wir können Cat Resat mal wieder versuchen, aber nee. Möge Elun uns Stärke gewähren. Diese Galaxie wird leiden. Okay, sie spielen mit Double Frontline. Ich bin hier, um zu helfen. Ich höre den Ruf. Macht euch bereit für die Schlacht. So, die gute Jaina ist am Start. Kommt, die Schlacht wartet. Wie immer werde ich denselben Bild spielen. Gegen dieses Team müssen wir da auch nicht großartig viel ändern.
worauf wir achten müssen, ist auf die Dive-Kombo von Anoop und von Leo. Die können beide einfach in die Backline reingehen und da die Jaina töten. Wir haben den Nasibo. Ich bin der einzige wirkliche Damage-Dealer, der... Ah, gut, den Thrall haben wir auch noch. Nasibo und Thrall gehen dann wohl auf die Lane. Schön, dass dann Nasibo gleich mal den Busch checkt. Ich kümmere mich darum. So, Muradin. Hört sich interessant an. Mal schön den Busch checken. Morgen geht hoch. Wenn ihr meint. Jetzt hat's Nasibo erwischt. Wählt ein Talent. So, Frostsplitter. Das ist so geil. Feinde werden bald aktiv sein. Bereitet euch auf das Schlachtfest vor. Diese Söldner könnten uns von Nutzen sein. Wenn ihr meint. Nasibo macht unten das Camp, der ist auch direkt fertig. Vorwärts! Aktiviert den Schrein und vernichtet seine Wächter! Der Bestrafer wird den brennenden Höllen dienen! 5 Ticks ist ein bisschen armselig. Er kommt leider zu spät. Geh mal zum Brunnen. Die Engel haben einen Mörserbestrafer ins Feld geschickt. Oh oh. Ich bin unterwegs. Versuche mal den Keltas zu erwischen. Ich verliere keine Zeit. Der Bestrafer unserer Freunde ist gefallen. Nun sind sie uns ausgeliefert. Jawohl, sehr schön. Doppelkill. Sehr gut gemacht.
Und den Glob haben wir auch. Hier oben noch schnell. Auch den Glob zu holen und dann werden wir, glaube ich, wie immer die Eislanze spielen. Ich gehe runter, 9 Ticks haben wir. Ich werde mal immer mit und top rotieren. Na, jetzt können wir leider nicht. Leider kein Mana mehr. Hört sich interessant an. Ich habe nur wenig Mana. Brunn ist aktiv. In den Käferbild. Wenn ihr meint. Na gut, ich gehe mal zurück. 15 Globes haben wir schon mal, das sieht gut aus. Also es sollte gleich wieder losgehen. Der nächste Schrein wird bald aktiv sein. Wenn ihr meint. Ich kümmere mich darum. Gute Arbeit. Oh, da ist Sebo tot. Schauen wir, wie euch das gefällt. Ich bin unterwegs. Das haben wir leider wieder nicht geschafft. Er ist auf dem Weg. Beendet seine elende Existenz. Ein weiterer Soldat für die Geister. Ja, wir kriegen die Kills, aber wir schaffen es nicht, das Objective schnell umzuklatschen. Das geht leider nicht. Das Reis ist tot. Ah, schade. Lasst uns gehen. Habt dich dazu. Das war ja vielleicht spielt aber nicht mit dem. Mit dem Damage Boost.
Kill. Leider gestorben, weil noch kein Eisblock. Aber wir werden wieder die Reichweite spielen. Unlucky, ja, wir haben 2 Kills bekommen. Sieht also nicht so schlecht aus. Level 16 werden wir auch wieder Schneesturm spielen, solange wir halt an der Frontline nicht wirklich noch einen dritten Frontliner haben, dann werde ich, glaube ich, definitiv auch mal das E, den E-Bild spielen, aber im Moment ist das eher in Richtung Blizzard alles orientiert. Noch ein bisschen, dann haben wir unseren Eisblock. Sich gut an. Okay, was man dann haben wir? Diese Söldner könnten uns von Nutzen sein. Heute ist nicht euer Tag. Los, aktiviert den Schrein! Ihre Strafe erwartet! Aber jetzt müssen wir uns mal beeilen, dass wir es hier endlich mal hinbekommen, den Scheiß. Radius. Blutrausch. Strafe. Lass die Truppen der Engel zu Eis erstarren und zertrümmert sie. So, sieht eigentlich ganz gut aus. Das Reim macht ordentlich Damage. Ich habe bis jetzt immer ganz gut aus Positionsspiel. Aus. Fuck, da habe ich überhaupt nicht gesehen, dass der Leo schon bei mir hinten stand. Eieieiei, das war viel zu greedy gewesen. Der Nasebo Comeback. Das ist natürlich bitter gewesen. Ich habe nicht gesehen, dass der Nasebo, der Leo schon bei mir stand. Ich habe überhaupt die ganze Zeit nur hier geschaut, dass ich da den Blizzard noch reingesetzt bekomme und da stand der Leo schon hinter mir. Oh, Nasebo ist tot. Oh, jetzt zu früh.
Ah, schade. Naja, jetzt sieht's nicht mal so gut aus für uns. Wir haben uns gerade einen schönen Vorteil rausgespielt und jetzt ist der wieder weg. Wir werden, glaube ich, dieses Mal auf Eiseskälte spielen. Mehr slow. Das ist weg. Jetzt nicht sterben, Muradin, das ist ja bitter. Sebo ist tot. Ein Schrein lädt sich auf. Erobert ihn in meinem Namen. Shit. Gott sei Dank haben wir Skip nicht bekommen, so Eiseskälte. Aktiviert ihn jetzt! Wir werden die Himmel in den Abgrund stürzen! Au. Ach Mann, was soll denn das? Wir sind viel zu gierig. Denn der Sebo, der macht wieder nicht mit. Es ist vorbei. Wir sind viel zu gierig. Wir hätten das überhaupt nicht machen dürfen. Na, Sebo ist auch tot. Aber er ist zumindest gesteckt, so wie ich die Sache sehe. Wir sind viel zu gierig. Das ist zu einfach. Wir machen das denen viel zu einfach. Gerade das Spiel hier an sich zu reißen. So bitter, ey. Sind da halt einfach so unnötig sterben. Ich kann halt noch nichts machen, weil jetzt der Silence immer von der Leo den Silence mitgenommen mit Entomb. Ja gut, das Ding ist jetzt natürlich durch. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Das haben wir schön verkackt, die Sache. Unlucky. Vergesst immer den Leo. Der Leo ist immer so schnell bei mir. Vergesst den immer. Und ignoriere den. Auf Moradin. Ja, Moradin kann man hier, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Er versucht ja echt immer alles, aber... Weil der gesilenced ist. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Schon mal einen besseren Ring des Frost setzen. Strafe liegt gebrochen.
Wir haben es noch überlebt. Ja, das wird jetzt ein ganz, ganz schweres Spiel für uns. Glück gehabt. Oh Gott. Das Ding habe ich total daneben geballert gerade. Scheiße, ey. Ich bin ein bisschen verunsichert. Ne? Der Sebo ist da oben schon wieder zugange. Wir brauchen ihn halt. Hat er was machen wollen. Weil er ist jetzt Level 20. Jetzt muss er mit uns fighten. Dürfen wir uns nicht in eine dumme Position begeben hier. Ich bin halt sofort tot, weil die jetzt sofort auf mich drauf engagen, was halt richtig so ist. Und der Muradin ist halt auch immer sofort tot. Das Late Game gewinnen wir halt einfach nicht mehr. Lily ist leider auch tot. Der scheiß Silence von Leo macht's halt immer kaputt. Muss warten, bis er sein Ulti raus hat, bevor ich mein Ulti mache. Das haben wir leider verkackt, schade. Ja, einen guten Early Game bis Late Game verlieren wir leider. Der Nasebo ist zu oft nicht bei uns, aber er macht es auch richtig. Er versucht, die Camps zu defenden, aber dann muss er so schnell wie möglich zu uns kommen. Ja, da kann er jetzt auch nicht mehr viel machen. Das sollte wohl gelaufen sein. Haltet euch bereit. Ein Schrein baut Energie auf. Macht sie mir zu eigen. Sie haben nicht das Spiel beendet. Entfesselt den Bestrafer! Er soll unsere Feinde in Stücke reißen! Ah, das Camp oben müssen wir defenden. Der Gegner greift unsere Zitadelle an. Ein guter Tod. Gib doch einfach auf! Meine Lieben, jemand sollte diese Helden aufhalten. Eure Zeit ist gekommen. Zwei Prozent. Hört sich gut an. Dem Licht sei Dank. Meinetwegen. Nein! Unser Feind hat einen Ausbestrafer herbeigerufen. Schauen wir, wie euch das gefällt. Oh Gott, das läuft ja alles so beschissen.
Zitadelle wird angegriffen. Ah, da kommen sie. Ihr Bestrafer wurde vernichtet! Ja. Da konnten wir nichts mehr machen. Da sind sie einfach hinten in Backdoor gegangen. Oh, das war kein gutes Spiel von mir. Wir waren eigentlich besser, aber wir haben so viel Fehler gemacht. Wir haben halt die Teamfights nicht an den Objectives gewonnen. Wir haben einmal an den Objectives einen Teamfight gewonnen. Danach haben wir eigentlich immer verloren. Die Dive-Kombo von Leo und von Anoop war zu viel für mich. Ich konnte da nichts machen. Ich hätte, um das abzurunden, damit wir tatsächlich in Teamfight auf was reißen, hätte ich so lange warten müssen, bis der Ulti von Dingsbums weg ist, von Entombed, und dann, ich hätte um Entombed herum spielen müssen. So war das halt sehr offensichtlich, was da passiert. Das ist halt nicht so gut gelaufen. Schade. Haben wir mal wieder verloren. Da möchte ich gar nicht, ehrlich gesagt, nicht sehen, was da passiert. Ja, der Muradin hat keinen Fehler gemacht. Er musste All-In gehen. Die meiste Zeit hat das auch sehr gut gemacht, eigentlich. Nasebo hat mich so ein bisschen genervt, weil Nasebo immer sehr, sehr viel mit den Camps beschäftigt war, was auch richtig ist, aber in den Teamfights muss er da sein. Sry hat gut gespielt. Ich habe leider am Ende im Late Game den Faden verloren, weil eben dadurch, dass der Leo sein Entombed ausgebaut hatte mit dem Silence, war es halt mega scheiße für mich, dass ich da noch irgendwie was gebacken bekomme. Das war sehr nervig. Ansonsten im Early Game hat es gut funktioniert mit den Mid Game hat es gut funktioniert mit den Ultis. Danach habe ich einfach mal zu früh reagiert. Ich hätte einfach warten müssen, bis eben das Entombed raus ist, bis der Cocoon raus ist. Das wäre alles sehr viel besser gewesen. Das war übrigens das nächste Ding, dass die Lilly immer vom Cocoon getroffen worden ist. Hat aber trotzdem mehr gehabt. Die waren nicht wirklich besser, nur wir haben halt in den scheinen Momenten einfach immer mal weniger gehabt, was halt wirklich bitter war. Naja, passiert. Versuchen wir mal trotzdem Platin 4 irgendwie zu bleiben. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.